Lars Dennisdeck bringt Erinnerungen zurück, nicht nur in Form eines Labyrinths. Er ist dabei, das gute Gate Guardian Deck auszupacken. Und tatsächlich, die Decks sind da, glaube ich, an der Stelle jetzt gerade vertauscht. Denn Lars Dennis tatsächlich, ja, wie wir jetzt auch da direkt sehen, spielt nicht das Manadium Deck, was ebenfalls sehr kreativ ist. Aber das ist in den Händen von Victor. Und stattdessen Lars Dennis hat eben das Gate Guardian Deck mitgebracht. Shadow Ghoul of the Labyrinth wurde da gerade aktiviert. Und wir erinnern uns zurück, YCS London haben wir dieses Deck schon mal gefeatured, hat ein fantastisches Feature-Match gespielt, in glaube Runde 5 hat es da gewonnen. Ja, und allerdings. Ich bin ehrlich, wir beide haben panisch vor der Runde noch versucht, die Gate Guardian-Karten zu lesen, sind nicht draufgekommen, was die Combo sein könnte. Haben wir draus gelernt, Sebastian? Absolut, ja, absolut. Natürlich. Wir sind sowas von sattelfest jetzt dabei, was Gate Guardian-Kombos angeht. Und Lars Dennis wird uns jetzt hier hoffentlich nochmal eine kleine Auffrischung geben, was das Ganze angeht. Und wird uns nochmal zeigen, wie hier einfach eine Karte, die schon so lange, nämlich in Metal Raiders ins Spiel gekommen ist damals, noch schon so lange dabei ist und jetzt trotzdem auch im Jahre 2023 hier wieder Verwendung findet. Ist dort jetzt tatsächlich einfach in die Zauberfallenkartenzone gebracht worden. Genau, den Kasujin hat man einfach mal aktiviert. Oder Sujin. Ja, oder der Sujin ist es wohl. Ja. Richtig. Und wie genau heißt nochmal die Spielfeldzauberkarte? Labyrinth Wall Shadow. Ich finde, es ist ein bisschen verwirrend, weil ich denke sofort immer, wenn jemand Labyrinth sagt, denke ich, jemand spielt eben Labyrinth. Was ja mit Sinn ja auch da ohne das Labyrinth, sondern es ist ja Labyrinth, was viele auch verwechseln. Ja. Aber tatsächlich ist das jetzt hier auch natürlich ein Labyrinth-gefiemtes Deck, das Ganze. Gate Guardian Deck. Und tatsächlich sieht es so aus, als wäre das schon ein Pass gewesen. Wir passen also auf Suijin in der Zauberfallenkartenzone und einer Karte verdeckt in der Zauberfallenkartenzone ebenfalls. Und da sehen wir jetzt direkt, Victor legt los. Manadium Sieg wurde da beschworen. Und es wird auch dann direkt Manadium. Ja, Sekunde. Ich bin wirklich fürchterlich mit diesem Touchpad hier gerade. Ja, das machst du wirklich ganz toll. Muss ich wirklich sagen. Vielleicht müssen wir uns gleich umsetzen. Ich bin ehrlich mit dir, Sebastian. Das funktioniert alles echt noch nicht so gut bei mir gerade. Okay, also. Ja, aber wir dürfen auf jeden Fall in Fakt dort das Madanium-Monster auf dem Feld zerstören und dann ein neues und uns dann dafür den Planet Kalarium auf die Hand suchen. Da sehen wir nämlich, der Kalarium ist auf die Hand gekommen und aber dadurch, dass wir Meek auf dem Feld zerstört haben, aktiviert sich auch der Effekt im Friedhof und wir durften ein weiteres Meek aufs Feld beschwören. Und dann dürfen wir uns sogar entscheiden, das Level von Meek um 2 zu erhöhen. Ich weiß jetzt nicht, ob das da gerade passiert ist. Ich vermute mal, normalerweise erstmal eher noch nicht. Abscission wurde vorhin es war Abscission vor 5 Minuten jetzt. Jetzt haben wir es auch herausgefunden. Diese Manadium-Karten die sind ja tatsächlich noch relativ frisch. Zum Beispiel eben Abscission ist eine Karte, die ist gerade erst in Cyberstorm Access herausgebracht worden. Und da ist jetzt auch dann direkt der Riomheart, der da beschworen wird, der sich vorher durch Kalarium gesucht wurde. Und der, da wird jetzt die Ghost Bell auf den Effekt von Kalarium benutzt. Kalarium wäre jetzt in der Lage gewesen, Meek auch noch wieder zurückzuholen vom Friedhof. Aber das wird jetzt hier eben nicht passieren. Ich bin aber ehrlich, ich weiß nicht, ob das jetzt hier so der große Stolperstein sein wird an der Stelle für Victor. Ja, zumindest kommen wir jetzt erstmal nicht so schnell in einen Level 8er Synchro, was immer schnell eine Baron bedeutet. Ich muss zugeben, als ich das Deck ausprobiert habe, habe ich die ganze Zeit nur Sprite-Kombos gemacht. Die ganzen kleinen Manadium-Monster sind nämlich alle Level 2. Und irgendwie, bevor ich irgendwas gemacht habe, habe ich immer ganz schnell einen Gigantic beschworen und habe dann meinen... Und guck mal, da ist jetzt auch noch Triple Tactics Talents und da sieht er jetzt, da ist ein Destiny Hero auf einmal auch noch in der Hand vom guten Lars Dennis und das gibt Victor natürlich einen Anhaltspunkt, dass da höchstwahrscheinlich auch noch eine Fusion Destiny sich im Deck des Gegners befindet. Ich wollte gerade sagen, was macht er denn da, Sebastian, der Schicksalsheld in der Hand von Lars Dennis, aber bei langsamen Decks ist es ja schon fast Tradition geworden, dass man noch eine Fusionszauberkarte, die etwas auf dem Deck aus dem Friedhof legt, spielt und dazu ein nices Bossmonster. In diesem Fall ist es der Destroyer Phoenix. Da ist dann jetzt auch die Karte, die so alle diese die alle diese Archetypes vereint. Visa Starfrost ist ja sehr, sehr ähnlich zu Manadium Rhyme, hat eben auch so ein Level 6 Monster, was ich spezial beschwören kann aus der Hand. Aber da werden jetzt einfach beide benutzt, um mit der Super-Polymerisation Garura zu beschwören. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob Garura damit... Doch, Garura kann damit beschwören werden. Das sind beides Warriors, würde ich sagen. Ja, es sind beides Krieger tatsächlich. Ja. Und jetzt muss man erstmal gucken. Das sind zwei wichtige Bodies, die da von Victors Feld genommen wurden. Natürlich hat Lars Dennis jetzt trotzdem erstmal kein Play. Da müsste ich jetzt nochmal Labyrinth Wall Shadow lesen, um zu gucken, ob die irgendwie den Game State, den Status Quo irgendwie erweitert, ob er da
die Möglichkeit bekommt, seine Gate Guardian Fusion zu benutzen. Oder ob wir hier einfach nur rumsitzen. Ich glaube tatsächlich, das ist erstmal noch nicht so richtig möglich. Ich meine, er kann halt once per turn, kann er eben eine von denen in die Spell and Trap Zone packen. Das heißt, in drei Zügen hätte er dann vielleicht auch irgendwann mal eine Gate Guardian. Er kann auch die Zweier Gate Guardian Fusion. Oh, stimmt, es gibt machen, ja auch eine Zweier Fusion. Aber wie wir hier sehen, natürlich eine weitere Karte aus Cyberstorm Axis. Und zwar ist da jetzt eben auch ein Fusionsmonster, was wie so häufig im heutigen Yu-Gi-Oh! Beschworen werden kann, ohne eben einfach eine Polymerisation zu aktivieren. Denn die kann einfach beschworen werden, indem man zwei Monster vom Friedhof verbannt, der gute Astra klaut. Und da wird jetzt sogar die Aschenblüte und Freudiger Frühling auf den Garura benutzt. Weil er merkt ja, beim Gegner passiert nicht viel. Da können wir uns jetzt auch erlauben, das zu tun. Natürlich war das da auch gerade der Beschwörungseffekt von Astra klaut, der da dafür gesorgt hat, dass das Monster zerstört wurde. Und jetzt gehen wir in eine Baron de Fleur, deshalb macht die Ash Blossom ja auch wirklich so unfassbar viel Sinn. Du kannst das nächste, was gezogen wird, sowieso annullieren und jetzt kann man erstmal den Labyrinth Wall Shadow zerstören mit der Baron. Aber wir entscheiden uns, das nicht zu tun. Wahrscheinlich war einfach nichts von beiden Tuner. Und tatsächlich, ich muss mich korrigieren, es ist nicht Astra Cloud, es ist Astra Loud natürlich. Aber wie gesagt, eine weitere Addition und ich muss sagen, ich bin immer ein riesiger Fan, wenn ein Deck mehrere Mechaniken aus dem Extra-Deck vereint. Wir sehen hier die Synchro-Monster natürlich, wir sehen jetzt auch das Fusionsmonster da auf dem Feld und wir haben auch eben Link-Monster im Extra-Deck natürlich, weil wir haben da auch eine kleine Scareclaw-Engine und das macht mich immer wieder, macht mich glücklich, wenn ich das sehe. Ich hab wirklich nur drauf gewartet. Wir casten jetzt schon seit so vielen Jahren zusammen. Das sag ich jedes Mal. Ne? Jedes Mal und ich freue mich jedes Mal. Ja, aber es ist auch wirklich ist auch schön. Richtig. Ja, es ist einfach wirklich schön, wenn da einfach so viele Extra-Deck-Mechaniken vereint werden. Weil du hast es halt manchmal, dass du wirklich ein Deck hast, wie zum Beispiel Branded, was wirklich einfach komplett auf eine Extra-Deck-Mechanik geht. Aber ich als Spieler, ich wünsche mir das eigentlich, dass ich Optionen habe im Extra-Deck, dass ich in verschiedene Direktionen mich bewegen kann, dass ich, wenn das eine irgendwie gerade ein bisschen anfällig ist, mich eher für das andere entscheiden kann und dementsprechend macht das da mir dann besonders Spaß. Aber tatsächlich, wie wir jetzt sehen, wird er auf einem Astra Loud, der auf dem Feld, der jetzt erstmal nach dem Beschwörungseffekt nichts mehr macht, gepasst. Und dem Meek, der auch auf dem Feld tatsächlich überhaupt gar nichts tut. Und jetzt darf Lars Dennis hier vielleicht doch wieder seinen Weg in dieses Spiel zurückfinden. Ja, und jetzt muss man erstmal gucken, wie kann man denn die Gate Guardians auf Wind and Thunder, Wind and Water, sonst was beschwören. Die haben nämlich gar nicht so viele Angriffspunkte. Wind and Water zum Beispiel ist nur bei 2450. Da muss man erstmal gucken, wie man trotzdem diesen Vicious Astra Loud outet. Ja, weil 3000 Angriffspunkte muss erstmal dran vorbeikommen. Wir sind jetzt bei Wind und Wasser. Ja. Das klingt erstmal nach einem Sturm. Kommt da, wie du sagst, 2450 Angriffspunkte. Und der ist tatsächlich ein Spell Trap Negate. Das heißt, die eine Karte, die da verdeckt liegt. Und wir wissen ja, welche Karte das ist. Das ist die Monadium Falle, die sich gesucht wurde. Und die könnte damit dann direkt rausgenommen werden. Oh, aber da ist es auch noch gar nicht mit geschehen. Da kommt jetzt dann auch noch Double Attack. Das ist Wind and Thunder ist eine Schnellzauberkarte. Die Karte, an die kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass die gespielt wurde in dem Deck in London. Das ist eine Neuerung tatsächlich. Oh, die zerstört einfach was. Du bist ja hellauf begeistert. Das ist das Out, Sebastian. Sofort und auf der Stelle, tatsächlich. Und jetzt hat er eben tatsächlich auch noch einen Zauberfallenkarten-Negate und es scheint so, als wenn wir jetzt auch noch den Sanga of the Thunder auch noch direkt gesucht haben. Der recycelt auch noch Ressourcen. Also den kann man aus dem Deck adden oder vom gebanischten Pile kann man einen von den drei Gate Guardian Teilen sich auf die Hand nehmen. Das ist ja fantastisch. Jetzt aber für mich die wichtige Frage, wird eigentlich in diesem Deck überhaupt noch der originale Gate Guardian gespielt? Ja, das ist eine gute Frage. Gib mir 30 Minuten, bis ich durch das Deck durchgescrollt habe. Ja, schön. Okay. Wunder der Technik hier neben mir. Das finde ich schade. Ich muss sagen, aber ich meine, er wurde ja quasi ersetzt durch eben diese ganzen Fusionsmonster, die da sind. Weil das sind ja auch einfach alles Zusammensetzungen von den Einzelteilen. Ja. Und es wurde jetzt eben einfach für das Jahr 2023 vielleicht eine bessere Zusammensetzung dieser Einzelteile gefunden. Eben wie zum Beispiel jetzt hier gerade Wind und Thunder, was da auf dem Feld liegt. Ich finde, Wind Cottage ist auch wirklich besser, wenn man sie nicht ziehen muss, bin ich ehrlich mit dir. Ja, das stimmt. Im Extra-Deck sind sie da relativ easy und einfach zu erreichen. Und wir sehen, Victor hat, glaube ich, die Infinite Impermanence für seinen Zug gezogen. Und er hat aber auch nach wie vor noch ein Scareclaw-Monster auf der Hand. Und dieses Scareclaw-Monster kann natürlich einiges auslösen. Oder auch nicht. Es sieht so aus, als wenn Victor das Monster lieber setzen möchte, als es normal zu beschwören. Ich dachte, das wäre ein Manadium Meek. Nee, das ist tatsächlich ein Scareclaw-Akro, wenn ich das richtig gesehen habe.
Und der wird da jetzt gesetzt, die Impermanence wird auch noch dazu gesetzt und Viktor kann nicht mehr tun, als diese beiden Karten zu setzen. Und jetzt, ich meine, anfangs sah es nicht so aus, als wenn die Spielfeldzauberkarte hier so viel machen wird. Aber wenn du ihm Zeit gibst, das dreimal am Zug drei Züge machen zu lassen, dann ist es natürlich schon wieder gar nicht mehr so schlecht. Dann werden da ein paar Gate Guardians zustande kommen, das kann ich dir aber versprechen. Und jetzt greifen wir erstmal an. Wir haben super Polymerisation in der Hand. Garura ist leider schon im Friedhof. Die wichtige ist es tatsächlich, Akro. Du hast absolut recht gehabt. Und jetzt warten wir erstmal noch eine Minute. Das Schöne ist, es wird wieder nur eine Karte gesetzt bei Viktor. Der hat eigentlich ein Deck, was explosiv ist, was dafür bekannt ist, dass es sehr, sehr schnell entweder im ersten Zug ein großes Feld aufbaut oder eben im ersten Zug, wenn der Gegner angefangen hat, direkt das gegnerische Feld zu brechen. Aber hier ist das Gate Guardian Combined. Sehr, sehr langsam. Wolleck. Wir haben Gate Guardians Combined, die absolute Bosskarte des Gate Guardian Archetypes. Das Jahr 2010 hat angerufen, es möchte den Ausdruck Jawollek zurückhaben, bitte. Also das ist ja hier katastrophal, was hier passiert. Aber wir haben jetzt wirklich die beiden großen Fusionsmonster auf dem Feld, eben auch Gate Guardians combined mit 3750 Angriffspunkten. Das wird jetzt langsam eng für Viktor dann. Ja, das ist absolut richtig. Also das wird ordentlich 800 Lebenspunkte bleiben über. Das heißt nicht mal mehr ein vorheriges Begräbnis könnte jetzt hier aktiviert werden. Und Viktor, das hat er sich jetzt hier wirklich nicht so vorgestellt. Er wird jetzt hier realisieren, er war wohl nicht der Grund, warum hier dieses Feature-Match ausgesucht wurde. Das war wohl wirklich der Gate Guardian-Spieler hier. Aber es wurde ein neuer Kalarium gezogen. Der kann jetzt aber in der Theorie negiert werden von Wind and Thunder. Aber da hat Viktor direkt die Impermanence parat. Und da ist die doppelte Impermanence. Es geht absolut los gerade. Jetzt ist die Frage, wie viel kann aus diesem einen Spielfeldzauber, der hier gezogen wurde, gemacht werden. Und die zweite Infinite Impermanence, weshalb ich übrigens auch nicht verstehe, warum er die auf der linken Seite von uns aus gesehen zuerst aktiviert hat, blockiert sogar noch die Zauber- oder Fallenkarte, die Lars Dennis gesetzt hat. Fairerweise wusste er, dass die erste auf jeden Fall negiert wird und die zweite resolved ja. Das bedeutet, das stimmt. Die zweite ist viel wichtiger in dem Fall. Deswegen war das, glaube ich, schon sehr, sehr gut getimed hier von ihm gerade. Beide Impermanences finden ihren Weg in den Friedhof. Normalbeschwörung des gesuchten Riumharz. Und jetzt bin ich gespannt. Was kann hier alles aus dieser einzelnen Karte entstehen? Kann er hier tatsächlich diese beiden Monster, die jetzt ja da effektlos liegen, irgendwie outen? Kann er auch diese eine Zauber- oder Fallenkarte, die jetzt gerade nichts macht, die aber langfristig vielleicht wieder zum Problem werden könnte, weil wir wissen, es ist eine super Polymerisation, kann er die auch vielleicht irgendwie schon wegbekommen? Komplett vergessen, dass das die ist. Haben wir schon gesehen, aber er hat keine Handkarten. So, und jetzt suchen wir er hat erstmal eine Handkarte tatsächlich, bin ich mir relativ sicher. Ich meine, er hat den verbannt. Er hat nämlich den Donner Gate Guardian Teil mit verbannt, um Gate Guardians Combined aber, zu beschwören. Aber guck mal, er hält ja da etwas in der Hand und ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Oh. So, jetzt wollen wir Meek beschwören von der Hand? Ja, nein, das ist nicht Meek. Das ist Fearless? Das ist Fearless, ja, absolut. Das ist Manadium Fearless, die da beschworen wird. Ich weiß nicht, warum ich, seitdem ich diese Karte erstmal in der Hand halte, denke, dass die Fearless heißt und nicht Fearless. Ich kann es mir nicht, es ist nicht mal ein Wort. Es mag an deinem begrenzten Englisch liegen. Nein, natürlich, das ist es absolut nicht. Da habe ich mir nur eine kleine Stichelei unter Kollegen erlaubt. Ja, oh, und es wird geschoben. Und es ist tatsächlich vorbei. Wir dachten, Lars Dennis hat die benötigte Zeit bekommen. Und jetzt, ich meine, hat Lars Dennis jetzt hier gerade aufgegeben oder hat Viktor vielleicht aufgegeben? Viktor hat aufgegeben. Weil er keinen Weg gefunden hat, keinen Weg gesehen hat. Eieieiei. Das bedeutet, Gate Guardians, obwohl der erste Zug mit nur der Aktivierung der Spielfeldzauberkarte und einem Saijin in der Zauber- und Fallenkartenzone gepasst wurde, hat dieses Spiel 1 an sich reißen können. Reicht. Er hatte ja genug Interruptions und damit meine ich super Polymerisation, was nur eine Interruption ist, aber dafür eine ganz schön heftige. Allerdings. Hat er den ganzen Turn aufgehalten. Garura da liegen gehabt. Garura musste geashed werden. Wir haben versucht, mit Vicious Astralaut und einem Level 2er in den Baron zu gehen. Das ging nicht. Ich bin aber... Es sind Tuner. Das ist nämlich das Ding. Ja, die kleinen Manadium. Das ist richtig. Das sind sie. Da gab es bestimmt einen anderen Grund, für den wir auf jeden Fall wissen. Wir sagen es euch noch nicht. Ich bin aber ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, warum da wirklich diese Aschenblüte und Freudiger Frühling sofort auf den Garura benutzt wurde. Weil ihm muss ja einigermaßen klar gewesen sein, dass er danach nicht mehr so viel dachte, machen kann. Er kann die Baronen legen. Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Er hat versucht, die zu legen. Ja. Das war mir gar nicht... Die lag schon auf dem Feld und dann wurde das gesagt, das war mir entgangen. Okay. Das machen wir nicht. Ja, dann hatte er einen Plan. Hat er einen Plan, der aber in der Form nicht funktioniert hat. Vielleicht, was ich mir erklären könnte, vielleicht hat er, als er Meek beschworen hat,
gesagt, hey, ich möchte das Level erhöhen, weil das ist ja eine optionale Sache und vielleicht war eben Meek auf dem Feld ein Level 4 Monster. Das kann sein. Das wäre zumindest eine logische Erklärung, wie das Ganze zustande gekommen sein könnte. Ja. Und dementsprechend, das ist dann wahrscheinlich, wie es gewesen ist. Ja. Und jetzt werden wir aber tatsächlich auch sehen, wie jetzt dieses Manadium-Deck eben anfangen darf. Und das ist, warum dieses Deck so gefährlich ist. Ehrlich gesagt, wir bewegen uns gerade in einem Format, was relativ langsam geworden ist. Wir haben gerade zum Beispiel dieses Runic Life Train Sprite Deck gesehen, das braucht ein paar Züge, das deshalb zieht ist auch ein Deck viele wie Bezwingerseele auf einmal ziemlich stark. Ein Deck, das extrem langsam ist, einfach nur sehr viele Ressourcen recycelt. Auch relativ langsam, ganz richtig. Und sie dem Gegner die ganze Zeit unter die Nase reibt. Und deswegen entwickelt sich aber natürlich auch gesamt die Tech-Karten im Format, entwickeln sich dann eben auf diese Matchups hin. Ja. Viele Leute stellen sich auf Control-Decks ein, haben Antworten darauf. Und deswegen finde ich es sehr, sehr smart und finde es eine sehr, sehr gute Entscheidung, die jetzt hier getroffen wurde von dem Manadium-Spieler. Ja. Weil wenn du dagegen dann einfach ein super heftiges Combo-Board hinlegst, dann können diese Control-Decks da einfach nicht mithalten. Dann kriegen die nicht die Zeit, die sie normalerweise brauchen. Und dementsprechend können sie dann einfach schnelle Siege einfach an sich reißen. Deswegen bin ich wirklich überzeugt davon, dass man auch hier in diesem Turnier, obwohl gerade so gut von so vielen Control-Decks gesprochen wird, einfach mit einem coolen Combo-Deck auch mal durchrennen kann. Und ich kann mir das vorstellen, dass wir vielleicht einen deutschen Meister mit einem Combo-Deck sehen. Das haben wir schon so oft gesehen auf Turnieren. Immer wenn das Format langsamer wird, dann nimmt man ein Combo-Deck, das vielleicht nicht so stark ist oder nicht so konstant ist, wie wir es sonst von unseren fantastischen Meta-Breaking-Combo-Decks gewohnt sind. Aber wenn keine Interruption kommt, dann reicht es sehr oft. Werden wir jetzt sehen, ob das in Game 2 passiert. Wir gehen rüber zum Tisch. Und da haben wir die beiden. Viktor guckt sich natürlich jetzt seine Starthand an und er hofft, also er sieht schon mal, wie das Darfos in seiner Stadt. Und ich glaube, das ist ein guter Start, damit wird er arbeiten können und wollen. Und Lars Dennis, nachdem jetzt Super Podi in Spiel 1 schon so einen riesengroßen Impact hatte, obwohl er angefangen hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch Going Second natürlich eine unglaublich starke Karte sein könnte jetzt hier. Ja, und da trennt sich teilweise die Spreu vom Weizen im modernen Yu-Gi-Oh! Denn weißt du, wie du damit umgehst. Wie kannst du dein Feld hinlegen, damit du nicht von der Superpolymerisation quasi überrannt wirst? Du musst versuchen, verschiedene Typen, verschiedene Attribute auf dem Feld liegen zu haben, um möglichst viele Superpoly-Targets zu dodgen, sage ich mal. Was sehr gut ist, Baron de Fleur. Windkrieger kannst du wirklich mit gar nichts fusionieren meistens. Das stimmt wohl, aber wir sehen jetzt, da kommt der Riumhard. Ich glaube, Viktor wird jetzt hier tatsächlich uns zeigen können, was sein Deck kann. Interessanterweise habe ich da, glaube ich, gerade einen Lightning Storm in dem Deck von Viktor gesehen, was mich ein wenig verwundert, warum die Karte Going First da drin sein sollte. Und er hat auch Doppel-Impermanence. Wie schon in Spiel 1 hat er wieder Doppel-Impermanence. Aber solange er hier einfach spielen kann, wird das hier ziemlich, ziemlich gut für ihn laufen. Da kommt wieder, wie auch schon in Spiel 1, Manadium Abscission und sagt eben, Meek wird zerstört. Meek specialt natürlich einen weiteren Meek aus dem Deck und wir suchen uns auch wieder die Falle dort. Und das ist eben eine Counter-Trap, was ziemlich cool ist. Du brauchst nur ein Synchro auf dem Feld und dann kannst du da ganz easy quasi den Solemn Judgment-Effekt benutzen. Ja, kannst du ordentlich was wegnegieren, das stimmt schon. Auch gut, um, gut, nicht um Superpolymerisation zu annullieren. Das absolut so nicht, nein. Wirklich, und ich muss sagen, also im Normalfall, das Feld, was kreiert wird von diesem Manadium-Deck, dreht sich sehr, sehr viel um Chaos Angel, um den Bestial des Pater. Deswegen mache ich mir wirklich ein bisschen Sorgen, dass Viktor hier volle Kanne in diese Superpolymerisation reinspielen wird, ehrlich gesagt. Ja, das kann sehr gut passieren. Was auch möglich ist, ist, dass man einfach auf Appaloosa und Baron endet, was dann tatsächlich wieder ein Mud Dragon wäre. Also Superpolymerisation, es ist sehr schwierig. Man könnte zum Beispiel sagen, ich ende einfach auf Chaos Angel und Baron und guck mal, was passiert. Kommt mein Gegner überhaupt über den Chaos Angel? Was machen wir hier eigentlich? So, das sind alles verschiedene Optionen, die man hat. Wir werden aber sehen, wie es sich im Ende ausspielen wird. Jetzt sehen wir Reichphobia, ein weiterer Planet, mit dem man sich Visa Starfrost enden kann oder auch Scareclaws. Allerdings, und ich muss sagen, es wird jetzt hier auch ein Scareclaw gesucht und der gute alte Reichhard. Und ich muss sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, ich mag es an dem Deck, dass verschiedene Extra-Deck-Mechaniken vereint werden. Was ich aber auch lustig und cool finde, ist immer, wenn mehrere verschiedene Spielfeldzauberkarten einfach in dem Deck gespielt werden. Das war immer so eine Sache, die hat zum Beispiel Dragonlink damals immer gemacht, das fand ich immer cool. Einfach in einem Zug, obwohl ja eigentlich so eine Spielfeldzauberkarte eine Instanz ist. Das ist so eine Sache, die bleibt immer auf dem Feld liegen, die soll eigentlich für dich arbeiten, die soll irgendwie sehr, sehr viel alleine bewirken. Und dann einfach casually eine über die nächste zu legen und da die nächste dann einfach in Gang zu bringen, finde ich sehr, sehr stark. Das ist einfach ein Power-Move, einfach direkt. Und da kommt auch eine sehr, sehr neue Karte noch. Der Excel
Stardust Synchro Dragon. Und der ist quasi direkt verwandt mit der Baron de Fleur, denn der kann nämlich immer einen Level 2 Tuner direkt aus dem Friedhof-Spezial beschwören, um dann einen Level 10 Synchro zu ermöglichen. Aber es ist jetzt hier in dem Fall erstmal noch nicht die Baron de Fleur, sondern es kommt der Bestie Dispater. Um nochmal auf die Field Spells zu sprechen zu kommen, es gab mal eine Zeit, da waren sehr viele Field Spells sehr gute Starter, um Kombos zu ermöglichen. Und ich weiß noch, dass eine YCS getroffen wurde von einem Deck, das 6 oder 7 verschiedene Field Spells gespielt hat, nur um ständig verschiedene Kombos zu machen. Das fand ich sehr, sehr cool. Welches Deck war das? Kannst du dich? Ja, das war ein riesiger Haufen von verschiedenen Decks, weil es waren ja auch 7 Archetypes. Ja. Aber jetzt guck mal, noch eine Karte, die jetzt auch durch dieses Deck ein Revival bekommen hat, ist das Cross-Sheet. Ja. Und das Deck profitiert, oder diese Karte speziell, profitiert natürlich von diesen Decks, wo so verschiedene Extra-Deck-Mechaniken gespielt werden. Denn du bist eben in der Lage, nicht nur den Spezialbeschwörungseffekt vom Friedhof, der gerade durch die Fusion ermöglicht wurde, zu nutzen, sondern eben auch den der Synchro-Mechanik. Ich hole uns das Cross-Sheep hier auch nochmal auf den Bildschirm. So, dann sehen wir auch Lighthard wieder auf dem Feld. Rykard durch das Arrival. Und ist das schon direkt die nächste Level 10-Synchro? Ich vermute, das wird jetzt der Chaos Angel sein, ja. Ja. So ist es. Und wie ich gerade schon gesagt habe, da habe ich mir, ich habe ja genau das vorausgesagt, dass wir wohl Chaos Angel und Dispater sehen werden. Und es sind ja auch beides an und für sich super starke Karten, die sehr, sehr schwer nur geoutet werden können von so normalen Monster-Effekten oder so, sogar unbetroffen sind tatsächlich durch den Chaos Angel. Aber wenn da eine super Polymerisation halt im Spiel ist, dann sind die super schnell und einfach geoutet. Und das werden wir jetzt hier höchstwahrscheinlich gleich sehen. Und da kommt einfach noch ein Astralaut. Und schau dir das an, da kommt jetzt eben dann auch noch die Appaloosa dazu. Das heißt, er kann sich jetzt sogar aussuchen, ob er aus Baron und Appaloosa eine Mudragon macht oder ob er aus Dispater und Chaos Angel einen Garura macht. Ja, und ich muss sagen, das finde ich dann schon wieder gut. Du kannst auch einfach alles hinlegen, weil so viel kann auch nicht super polymerisiert werden. Und sogar noch 3 Setkarten dazu. Wir wissen, das eine ist die Konterfallenkarte, die sogar alles bis auf Superpolymerisation im Prinzip rausnehmen kann. Aber dann haben wir auch eben noch 2 Infinite Impermanences, die wir in seiner Stadt dann gesehen haben. Und ich weiß nicht, ob du das gerade... Oh, wir sehen Kashtira Fenrir als erstes Summon, finde ich auch sehr, sehr gut. Kann man direkt danach den... Das ist wirklich stark. Den guten Twin Twister hinterher schmeißen. Was ich daran sehr gut finde, ist, du kannst einfach einen Starving Venom Fusion Dragon jetzt machen aus Dispater und dem Chaos Angel und kannst dann versuchen, den Baron-Effekt zu kopieren, hast du direkt 20 Effekte raus. Schauen wir mal. Tatsächlich, da kommt der Starving Venom. Und Victor checkt nochmal, aber Chaos Angel sagt eben nur, dass es von Monster-Effekten unberührt ist, die Synchro-Monster auf deiner Seite des Feldes, wenn du es eben mit Finsternis-Monstern gemacht hast. Aber so eine Super-Polymerisation umgeht das Ganze und dann hast du eben ganz schnell die Gesamtsituation auf dem Feld akut geändert, denn da waren gerade 4 Monster auf Seiten von Victor und eben gar keine auf Seiten von Nas Dennis. Aber mit so einer Super-Polymerisation und dem Fenrir hat sich das ganz schnell geändert und wir haben dann auch noch die Spielfeldzauberkarte, die gerade im letzten Spiel schon so unglaublich viel für Nas Dennis getan hat. Ja, der Labyrinth Wall Shadow wird jetzt gleich erstmal wieder einen der 3 Djinns in die Spelltraps umlegen. Und wir entscheiden uns dazu, das zu annullieren. Und das kann jetzt natürlich Fenriers Effekt eröffnen. Ja. Aber ich meine, wir wollen natürlich auch den Fenrir eigentlich nicht verschwenden. Denn und da ist aber einfach direkt die nächste. Es wurde der Negate rausgebaitet. Und dann kommt sofort der andere hinterher. Und Victor sagt, diese Karte wird in diesem Spiel nicht resolven. Und deswegen wird sofort auch noch die Konterfallenkarte hinterhergeworfen. Das Reframing wird auch sofort aktiviert. Und manche würden jetzt denken, musst du dafür nicht irgendwie einen Manadium-Monster oder irgendwas auf dem Feld haben? Aber nein, du musst nur ein Synchro-Monster kontrollieren. Und das ist eben nach wie vor der Fall. Sehr stark und sehr generisch. Dabei gibt es ja sogar gute Synchro-Monster mit Manadium-Namen. Ja, absolut. Und jetzt, Lars Dennis hat jetzt, glaube ich, auch schon seine gesamte Hand quasi schon ausgespielt, oder? Wir haben die Super-Polymerisation mit Discard, 2 Spielfeldzauberkarten und den Fenrir. Eine Karte könnte da vielleicht noch sein. Ja, und es ist ein weiterer Fenrir. Der wird natürlich jetzt hier relativ wenig für ihn machen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt hier Victor dieses Feld brechen kann, und ich meine, er kann jetzt mit dem Fenrir angreifen und direkt den Effekt benutzen. In die Impfall. Ja, aber da ist ja dann auch nicht mehr viel übrig bei Victor, wollte ich gerade meinen. Und wenn dann am nächsten Zug nochmal ein Fenrir kommt, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass er safe spielt. Ich hatte gehofft, dass er mit Fenrir über die Appaloosa rennt, genau, damit das jetzt hier nicht passiert. Und dann mit dem Starving Venom in die Baron rein
um den Friedhofseffekt von dem Starving Venom zu nutzen und die Barons zu zerstören, weil von dem Starving Venom auf dem Feld hast du wirklich gar nichts. Der bringt dir nichts, wenn der da einfach rumliegt. Naja, ich finde es gar nicht so schlecht, weil das ist so ein kleiner Safety-Net. Weil jetzt hast du zumindest immer noch den Starving Venom, der halt im Friedhof dann irgendwann noch triggern wird. Also ja gut, aber er kann jetzt auch einfach in der Standby-Phase mit der Baron raus taggen, wie wir so sagen. Ja. Und kann sich ein Chaos Angel oder sonst was beschwören. Baron sagt, glaube ich, dass du nur bis zu Level 10 Monster oder sowas beschwören darfst. Oder da gibt es eine Einschränkung auf jeden Fall. Wir haben sie hier gerade nochmal. Baron sagt tatsächlich Level 9 oder niedriger. Das heißt, Chaos Angel und Disparta werden es auf jeden Fall nicht sein können. Und dann weiß ich gar nicht, was du da so unbedingt raushören willst. Guck mal, er geht selber da jetzt durch seinen Friedhof, ist sich unsicher, was er daraus jetzt machen soll. Ob er den überhaupt austauschen möchte oder ob vielleicht der Zerstörungseffekt auf dem Feld sogar wichtiger ist in dem Fall gerade. Oder zumindest nützlicher als alle die Monster, die er da rausholen könnte. Wir lesen nochmal den Starving Venom. Dann will ich natürlich nichts gesagt haben, wenn er da jetzt kein Kapital rausschlagen kann. Keinen Riumhard im Friedhof haben, den man specialen kann, der dann wieder was sucht. Das Ding ist, er ist ja auch schon gefühlt durch sein halbes Extra-Deck durchgegangen. Das ist es halt. Das ist manchmal so ein Problem bei Combo-Decks, ist die sehr, sehr schnell durch ihre Ressourcen im Extra-Deck durchgehen. Ein anderes Deck, was mir sofort in den Sinn kommt, was mir da ins Gedächtnis springt, ist Rika zum Beispiel. So, wenn Rika die First-Turn-Combo durchspielt, dann sind im Extra-Deck auch nur noch 4 Karten drin. Und dann ist es mit dem Follow-Up natürlich auch schwierig. Und da wird jetzt tatsächlich gerade gecrashed, oder? Es wurde gerade Starving Venom mit Baron getradet und es wird zurückgegeben an Lars Dennis. Keine Karten, abgesehen von der Spielverzauberkarte auf Seiten von Victor. Oh. Und Lars Dennis hat eben noch den nächsten Fenrir, den er schon in der Hand hatte. Und er hat sogar noch eine weitere Karte, die er aus dem Deck suchen kann. Er hat scheinbar alle 3 Fenrir drin gelassen, hier auch Going Second. Das ist stark. Und ich glaube, er hat auch den Ghoul gezogen. Der Ghoul, der jetzt direkt wieder Labyrinth Wall Shadow, die dritte Kopie aus dem Deck suchen könnte, wenn ich mich nicht irre. Es ist sehr stark, dass er 3 Fenrir spielt. Gerade ist das wirklich eine ziemlich wichtige Sache. Absolut. Und es wird wieder direkt angegriffen. Und wir nehmen jetzt auch die Spielverzauberkarte raus dann. Das Feld von Victor komplett leer gefegt. Und Lars Dennis hier auf dem besten Weg vielleicht, sich auch im Featured-Match einfach ein 2-0 abzuholen mit seinem Gate Guardian-Deck. Ja, ich meine, wir kennen es, ne? Ja. Gerade ist es eher ein Fenrir-Beatdown-Deck, aber auch das ist ja eine Wand. Wurde die Spielfeldzauberkarte von oben gezogen. Kalarium wird aktiviert. Es wird nochmal gecheckt, welche Karten wären da überhaupt noch suchbar. Aber Victor sagt, ja, da ist auf jeden Fall noch was im Deck, was wir uns daraus fischen können. Und ich meine, er spielt ja auch wirklich einige von den Maladium-Karten. Die Frage ist nur, was kann man da jetzt draus machen? Denn da liegt auch immer noch ein Fenrir. Man darf nicht vergessen, Fenrir sucht nicht nur einen anderen Fenrir in diesem Deck. Er kann noch was verbannen. Allerdings. Und wir haben ja gerade schon, also wir haben ja im Prinzip genau dieselbe Situation. Victor hat gar nicht mehr so viel, was ihm gegenübersteht auf der gegnerischen Seite. Diesmal ja sogar eigentlich noch mehr als im letzten Spiel, weil die anderen Sachen waren ja im letzten Spiel alle negiert. Und muss jetzt irgendwie einen Weg da durchfinden mit quasi nur einer Karte, mit der er spielen kann. Und das hat im letzten Spiel nicht funktioniert. Jetzt wird es interessant zu sehen sein, ob es in diesem Spiel jetzt funktioniert. Ist das eine große Schwachstelle von Manadium, dass das Follow-up einfach nicht da ist, wenn das Feld geoutet wird? Ich glaube ja. Ich glaube wirklich, du verlässt dich so ein bisschen darauf, dass du einfach das Spiel quasi nach dem ersten Zug gewinnst, weil dein Combo Ward stark genug ist. Und mal gucken, ob es jetzt hier irgendwie noch ein Comeback geben kann für ihn. Victor sieht auch, finde ich, wenn er jetzt gerade sein Deck durchguckt, ein bisschen unsicher aus in der Situation. Als wüsste er selber nicht so genau, was er sich da eigentlich gerade sucht. Als wüsste er nicht, was ist jetzt hier das optimale Play, was kann ich da noch rausholen quasi. Und ich bin mal gespannt, ob Lars Dennis einfach sagt, ja, weißt du was, du suchst jetzt was, Banish, raus mit dem Riumhard. Ja. Das würde ich nämlich schon fast sagen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich verwundert, weil ich habe nicht nur die Blitzstürme da gerade im Main-Deck von Victor gesehen, sondern auch den Hapien Flederwisch. Also der Mann hat wirklich einfach sein gesamtes Backrow-Removal da gerade reingesidet. Aus was auch immer für einem Grund. Ja gut, ich habe mir jetzt mal das Side-Deck angeguckt. Da ist auch sonst wirklich nichts, was ansatzweise Sinn ergibt gegen das Deck. Und da sind bestimmt auch Main-Deck-Karten, die auch wenig Sinn ergeben gegen Gate Guardian. Gut, das ist halt immer der Vorteil. Wenn du so ein Deck auf ein Turnier bringst, da kannst du eben einfach davon ausgehen, dass deine Gegner sich nicht auf dich eingestellt haben. Das gilt eigentlich für beide Spieler. Oh, da wird jetzt... Auf den Labyrinth Wall Shadow ist es. Ach, haben wir gepasst. Haben wir einfach gepasst danach. Ja. Das ist ja nicht auszuhalten. Das Gute an den Lightning Storms ist, wenn du sie in deiner Starthand hast und du spielst gegen etwas wie Gate Guardian, was relativ langsam ist, dann kannst du auch einfach mal sagen, oh nein, ich habe gebrickt, ich passe. Dann lässt du deinen Gegner ein paar Karten setzen und dann kazam, haust du da den Blitzsturm raus und dann drückst du das OTK, da kannst du aber zweimal gucken. Fairerweise, Lars Dennis erwartet hier auch keinen Blitzsturm, denn er
macht hier wirklich permanent, macht er die Spielfeldzauberkarte des Gegners weg mit dem Fenrir. Das heißt, jeder Lightning Storm, der hier von oben kommen würde, wäre zumindest ein Spalt auf Fenrir in dem Fall. Ich finde es schön, dass du auch Spalt extra genommen hast und nicht Smashing Ground. Nö. Kein Raigeki, Spalt. Ja. Tolle Karte. Würde hier exakt dasselbe tun. So. Mal gucken, wie gut es diesmal klappt, mit nur einem Monster das Ganze jetzt hier zu veranstalten. Wir haben auf jeden Fall mit der Verstärkung für die Armee, ähnlich alte Karte wie Spalt, uns eben den Reichhardt suchen können. Man könnte sagen, dass die Verstärkung für die Armee ein bisschen mehr Impact auf Yu-Gi-Oh! Hatte als Spalt. Durchaus. Bin ich bereit, dir das zu geben, ja. Ja. Ist ein Hot Take, aber... So, jetzt können wir aber mal gucken. Da ist nämlich, wir haben ja die ganze Zeit darüber geredet, über die zweite Engine in diesem Vanadium-Deck. Und mit die ganze Zeit meine ich kurz am Anfang. So. Kann er jetzt einfach easy peasy einen Tryhard hinlegen? Kann er sich da hochlinken? Reichphobia ist schon raus. Wir wissen, dass er es nicht mehr suchen kann, außer er spielt mehrere Kopien. Es ist nur ein Tryhard auch in seinem Extra-Deck, oder? Und ich glaube, diesen einen Tryhard hat er direkt in seiner First-Turn-Combo benutzt. Nee, den Lightheart, genau. Ja, mal Lightheart. Er hat auch einen Tryhard, also er kann irgendwie sich da hochlinken, aber nicht so. Kann er nicht, er hat abgegeben. Oh, Victor bei 2500 Lebenspunkten und da sind schon 2400 Angriffspunkte auf der Feldseite von Lars Dennis. Findet er jetzt hier die restlichen 100? Er zieht auf den Blitzsturm. Ich halte es nicht aus, wirklich. Und tatsächlich, Victor bekommt noch einen Zug. 100 Lebenspunkte verbleiben hier, Victor. Und da gibt es nochmal einen lässigen Blick in die Kamera und vielleicht jetzt hier auch nochmal ein Comeback. Das ist doch jetzt aber genau die Situation, die wir für die Coverage haben wollen. Der Hero-Turn, da ist Triple Tactic Talents. Victor hat gar nichts, um diesen Fenrir gerade rauszuholen. Er hat Abscission in der Hand. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man die ohne irgendwas auf dem Feld aktivieren kann. Nein. Ich meine, man kann sich nichts suchen oder so. Man muss was zerstören dafür. Und da werden die Karten auf den Tisch gelegt. Victor konnte kein Kapital aus diesem Extrazug, den er noch bekommen hat, schlagen. Und Lars Dennis mit seinem Gate Guardian Deck. Wer hätte das gedacht? Gate Guardian, 100%ige Winrate in Featured Matches hier auf solchen Events. Marschiert hier 2-0 durch dieses Feature-Match. Gate Guardian hat aber auch smooth ausgesehen, ja? Absolut. Also, okay, in Game 2 war es wirklich alles andere als smooth, das muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Kashira Fenrir, eine gute Karte. Game 1, ganz solid gepasst. Ja. Dann aber zurückgekommen durch Labyrinth Wall Shadow, was für eine tolle Field-Spell, ja? Jede Runde wieder ein schönes, immer diese kleinen Plus 1 ja, da, ne? Ja. Und dann Gate Guardians Combined hingelegt, für den Sieg gepusht und Game 2 einfach auch mal gesagt, weißt du was? Super Poli ist immer noch eine gute Karte. Super Poli und Kashira Fenrir klingt doch eigentlich auch fair, oder? Machen wir, gewinnen wir mit, reicht uns. Und das war eine sehr schöne Performance von Lars Dennis. Das ist genau das Schöne an Rogue-Decks, gerade die so ein bisschen langsamer sind. Du hast ein paar Power-Karten immer verteilt, total, wie dieser Labyrinth Wall Shadow, der wirklich echt viel Plus macht. Ja. Er spielt ja gar nicht so viele andere Karten. Er spielt die paar, ich sag mal, Bricks, die ja, Gate Guardian-Teile. Absolut. Und dann kommen da generische Klopperkarten rein, ja? Super Polymerisation gewinnt Spiele alleine. Kashira Fenrir gewinnt Spiele zwar nicht alleine, aber er unterstützt dein Deck fantastisch. Er unterstützt die anderen generischen Karten. Und so kannst du auch einfach mal Games gewinnen. Ich glaube wirklich, wir hatten jetzt lange Zeit, wirklich, ich würde fast sagen, so die letzten 7-8 Monate, nicht so richtig die Superpolymerisation überhaupt im Spiel. Nicht viele Leute haben die Karte gespielt. Aber ich glaube, jetzt hier, dieses Event, jetzt dieses Format, ist wieder so ein Format, wo Superpolymerisation wirklich sehr, 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 sehr stark ist. Vor 7-8 Monaten hatten wir noch ein paar Tierlements im Format. Da war Superpolymerisation. Da war Superpolymerisation super. Aber jetzt Lyon noch. Im Kashtira-Format, da war nicht so viel mit Superpolymerisation insgesamt. Die Karte ist wirklich aus dem Spotlight so ein bisschen rausgekommen. Ja. Aber ich glaube, jetzt dieses Wochenende kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sie sehr, sehr häufig auch wieder hier im Feature-Match sehen werden und dass sie wieder sehr im Spotlight sein wird, ehrlich gesagt. Ja, die Karte funktioniert einfach sehr gut. Das, was sie macht, macht sie wirklich wie keine zweite Karte im Spiel. Und vor allem, ich muss auch sagen, wenn du dich darauf einstellst, dass es viele von diesen Lifetrain-Sprite-Decks sein werden, vielleicht natürlich auch meistens mit der Runic Engine, auch gegen das Deck ist Superpolymerisation halt tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Da kann man nicht meckern. Da kannst du tatsächlich sogar einige Sachen rausnehmen, so eine IP sofort irgendwie wegnehmen. Gar nicht so verkehrt, bevor die irgendwie in irgendwas anderes gehen kann. Ich bin auch absoluter Fan. Aber wovon ich auch Fan bin, ist Lars Dennis mit seinem Gate Guardian Deck. Ja, und wir werden uns gleich mal anhören, was Basti ihm so für Fragen stellt.
Und da sind wir auch schon mit dem guten Lars, unserem Runde 2 Featured Match Gewinner hier auf der Deutschen Meisterschaft in Dortmund. Und ihr habt es alle gerade gesehen, Gate Guardian ist das Deck, was der gute Mann hier mit ins Turnier gebracht hat. Was hat dich bewegt, dieses Deck hier ins Turnier zu bringen? Ja, also zuerst wollte ich was anderes spielen, aber das war so eher kurzfristig heute Morgen so. Ja, man probiert es einfach mal aus. Ich habe es ein paar Mal auf Locals gespielt und das Deck macht super Spaß. Ich glaube, also meine größte Hoffnung war, dass ich einfach jetzt im Feature jetzt nicht spricke, weil es ist manchmal schwierig, wenn man die hochleveligen Monster in der Hand hat. Aber ansonsten, man kann tatsächlich sehr viel machen. Es gibt ja verschiedene Varianten von dem Deck. Ich spiele halt jetzt die Variante, die man gesehen hat, ohne zum Beispiel Elementar Prisma, ja, weil das ist mir zu anfällig gegen Handtraps. So gibt es eigentlich wenig Handtraps. Ich will nur einmal einhaken. Hast du mir gerade gesagt, dass du dich heute Morgen dafür entschieden hast, dieses Deck zu spielen? Wirklich, heute Morgen ist die Entscheidung getroffen. Das heißt, du hast heute Morgen deine Deckliste sogar nochmal geändert, oder? Um 7:20 Uhr habe ich die Liste eingereicht. Das ist die Turniervorbereitung, die ihr euch vielleicht nicht unbedingt vornehmen solltet, aber die hier in der Praxis vielleicht sogar jetzt auf der Deutschen Meisterschaft gut funktionieren kann, weil du stehst jetzt 2 zu dem Turnier. Was sind deine Ambitionen? Wie siehst du es? Was ist das Ziel? Topcard, Tag 2? Ich meine, bis jetzt läuft es ja optimal, aber wie geht's weiter? Ja, also ich muss natürlich ehrlich sein, mit dem Deck ist es gegen viele Meta-Decks schon schwierig. Bisher war halt jetzt, man hat es ja gesehen, Manadium aus Sirestorm Access, das neue Thema. Da habe ich jetzt Glück, dass ich zum Beispiel Super Poly spiele, die da halt sehr hilfreich ist, um gegen solche Matchups zu gewinnen. Hat man ja jetzt auch gesehen, besonders im zweiten Spiel, das war eigentlich, alleine dadurch habe ich eigentlich das Spiel gewonnen. Da der Gegner oft nicht zurückkommen kann. Ich habe halt probiert, in dem Deck so viel das zu verstärken, wie es geht, wie mit zum Beispiel Fenrir. Hat man auch gesehen, da man damit auch viele Sachen machen kann. Ansonsten, ja, mein Ziel wäre es, also Topcard, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Es wäre bisschen mehr jetzt, ja, also komm, die Leute sind jetzt, du hast die Leute jetzt an die Hand genommen, die Leute sind jetzt natürlich im Chat begeistert und wollen dich jetzt hier natürlich durchs Turnier marschieren sehen, ganz klar. Auf jeden Fall, also es wäre auf jeden Fall sehr schön. Tag 2 wäre auf jeden Fall so ein Ziel mit dem Deck. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir dich ja dann nochmal irgendwie im Featured Match, wer weiß. Was wäre das andere Deck gewesen, wo du um 7.15 Uhr heute Morgen noch bei gewesen wärst? Ursprünglich, ich hatte die Liste auch abgegeben, wollte ich eigentlich Code Talker spielen. Aber ja, ich habe sehr schlecht geschlafen und heute Morgen beim nochmal Üben habe ich gedacht, nee, das ist es einfach nicht. Und dann habe ich es einfach geändert. Meine Damen und Herren, so funktioniert es manchmal. Einfach die Eingebung, die über Nacht im Schlafe gekommen ist oder auch im nicht viel vorhandenen Schlafe scheinbar, wenn du schlecht geschlafen hast. Aber dann sind es jetzt einfach die Gate Guardians geworden. Und wie gesagt, es hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert hier schon mal direkt. Ich danke dir recht herzlich für das Interview. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg für den Rest des Turniers. Wie gesagt, vielleicht sehen wir dich nochmal im Featured Match im Topcard dann. Wer weiß. Und wir sehen uns auf jeden Fall auch sehr, sehr bald zu mehr Live-Content hier auf der Deutschen Meisterschaft 2023 in Dortmund. Bis gleich.